So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier hell erleuchtet bin unter meiner viel zu hellen Lampe. So, wir wollen es ja kuschelig haben. Wir schauen rein heute ein Liebesorakel, Liebes-Tarot. Machen ein bisschen was anders heute mal am Kanal. Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Ist es eigentlich cool, wenn ich mal eine Karte nach der anderen lege? Oder wollen wir mal mischen, auslegen und dann komplett schauen? Was, boom, gibt es denn da für eine Geschichte beim Aufdecken direkt? Wir wollen mal reinschauen. Ja, und gucken heute direkt zum Start einfach mal, was ist denn gerade so ein bisschen bei ihm los rund in seiner Energie, was dich, was euch betrifft. Natürlich der Partnerschaftsprozess, vielleicht auch ein Seelenpartnerschaftsprozess. Wirst vielleicht festgestellt haben, ich mache hier auf YouTube nicht so viele Seelenpartner-Readings, weil das einfach was für eine private Legung ist, weil es einfach was ganz Besonderes ist und da muss man schon mal ganz genau für jeden hinschauen. Deswegen gibt es das hier am Kanal nicht so oft. Ab und zu mache ich es schon. Für privat mache ich das dann immer im großen Deck. Von daher, wenn ich hier ein großes Deck im Video mache, bis ich die ganzen Karten ausgelegt habe, hat die Hälfte schon wieder ausgeschalten. Und wenn ich es vorher hinlege, schaut es aus, als hätte ich mir das irgendwie zurecht sortiert. Also du siehst, wie ich es mache, ist falsch. Deswegen gibt es hier auch nicht so oft ein großes Deck. Im Mitgliederbereich gibt es das dann, ja. Aber hier wollen wir meine klassische schöne YouTube-Legung mal so ein bisschen pimpen. Mal schauen, was wir da heute so sehen. Und wollen auch schon einsteigen. Ich bin gespannt. Es geht los und dazu kann ich ja schon mal in meine Ecke gehen. So, und wir schauen mal, was wir da so sehen. Es bleibt so ein bisschen beim Aufbau. Natürlich interessiert uns ja jetzt gerade erstmal die allgemeine Situation, die allgemeine Botschaft, die es da gibt in Bezug auf seine Energie. Dann schauen wir natürlich bei ihm rein, bei dir rein. Da deckt sich das, ist da vielleicht irgendwo der Wurm drin gerade? Was geht in ihm vor in Bezug auf dich und da unten? Ja, da schauen wir natürlich auch mal rein und gucken, wieso ich hier einen Rand auf meiner Legedecke habe. Na? Ich habe mich gestern mal ein bisschen energetisch gereinigt, deswegen alles frisch und fresh auf den Tisch. So, wir mischen mal durch und schauen mal, was wir da so sehen. Ich bin gespannt und wir wollen natürlich immer eine Hauptkarte haben. Allgemein, was gibt's? Hauptkarte bei ihm, was gibt's? Hauptkarte natürlich auch bei dir. Du bist wichtig, vergiss das nie. Und dann natürlich unten Tendenzen für die nächste Zeit mit einer ja, Hauptenergie, wo ich jetzt nicht weiß, wohin damit. So, und dann, du siehst schon, es ist alles etwas anders, aber das wird sicherlich spannend oder vielleicht sogar auch spannender wie sonst. Dann mischen wir hier auch nochmal durch. Wollen mal gucken, was wir da so an Klärungskarten bekommen. Ich nehme ja immer Tarotkarten als Hauptenergie, dann die Lenormand-Karten quasi als Klärung dazu. Und da wollen wir mal schauen, was wir so sehen. Okay, also einmal, zweimal. Dann natürlich auch bei ihm. Bei dir. Meine Legedecke macht schon wieder Falten. Meine Legedecke macht mich noch wahnsinnig. So, hier auch die Hinweise, die Impulse und natürlich auch die Tendenzen für die nächste Zeit. Wieder mit der Hauptenergie. Also zu der Frage, was ist denn gerade bei ihm so los? Du siehst schon zweimal der Stern. Einmal der Stern im Tarot. Einmal der Stern aus dem Lenormand und der Stern, ja, Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung, ne? Der Stern im Tarot, noch so ein bisschen auch eine Karte, ja, alles wird gut, ne? Also da haben wir schon so ein bisschen die Energie da, da haben wir schon ein bisschen so den Flair von, ja, kann schon wieder werden, vielleicht habe ich auch hier irgendwie was verstanden, was ich vorher in der Partnerschaft nicht verstanden habe, sprich, auch du fehlst ihm Sehnsucht vielleicht auch schon so ein bisschen da. Ne, der Mann, wenn Sehnsucht hat, dann geht der natürlich auch mal in sich und überlegt, was kann ich denn jetzt für mich so tun? Und auch im Lenormand haben wir jetzt hier den Stern an der Unterseite des Decks. Der da heißt Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung, aber auch Erkenntnisse. Also ich kann dir jetzt schon sagen, dieses Deck dreht sich gleich wahrscheinlich rund um alles wird gut und ich habe etwas erkannt. So, das ist ja mal ein spannender Auftakt. Wir schauen mal die allgemeine Botschaft an. Okay, und da haben wir schon wieder
unsere Liebenden. So, ich habe es ja schon mal erklärt. Hier habe ich so das Gefühl, bei euch beiden wird es schon passen, aber da ist irgendwas im Draußen, da ist irgendwas um euch herum, was es euch vielleicht auch schwer gemacht hat. Irgendwas, wo du sagst, ja, das ist jetzt nicht so, wie es sonst immer war. Ne? Funktioniert, hallo, grüß Gott, Kaffee trinken, treffen, wir sind zusammen. Sondern irgendwie ist es da bei euch schwierig, weil bei den Liebenden, das sind eben zwei, die zusammengehören, die zusammen wollen, aber irgendwas stellt sich gegen sie. Hürden, Blockaden, Schwierigkeiten, falsche Personen von draußen, ja, Unklarheiten, vielleicht auch eine Entfernung. Also da ist irgendwas bei euch schon, wo man sagt, ja, so einfach, wie man das so kennt, ist es nicht. Und das ist natürlich die Karte dazu, auch wo ich sage, hier das Labyrinth, der Irrweg, ne? Das ist die Ziellosigkeit, vielleicht gibt es da keine Lösung seinerseits, momentan eine schwierige Lösung oder es ist schwierig, eine Lösung für euch zu finden. Also was in ihm gerade vorgeht, eine Last, eine Belastung, eine schwere Aufgabe, so ein bisschen das Umherirren zu der Frage, ja, wie könnte das denn klappen, auch wenn das Drumherum vielleicht jetzt dieses Mal nicht so optimal ist. Aber ich sage dir, er liebt dich, ja, er will das, ja, aber der Mann kann halt auch immer nur ein was denken, ne? Und momentan ist er da scheinbar schon damit beschäftigt, sich die Gedanken darüber zu machen, wie kann ich Dinge in Bezug auf dich, auf euch lösen. Ne? Die Liebenden ist ja schon mal ganz gut, da will man ja schon. Und ja, das Kreuz A, natürlich eine schwere Aufgabe, da gibt es etwas zu tun. Er hat die Herausforderung quasi irgendwie gerade angenommen und schaut, warum bin ich mit dir in der Ziellosigkeit gelandet? Also ich habe so das Gefühl, irgendetwas oder irgendjemand, irgendein Umstand ist da bei euch, der die ganze Sache ein bisschen schwierig macht. Ne? Und da geht es natürlich mit den Sternen jetzt hier drum, Erkenntnisse zu sammeln. Was ist geschehen? Warum ist was geschehen? Wie kann man das abstellen? Was kann man anders machen? Also das, was in ihm gerade so vorgeht, ja, ist schon mal interessant und es ist auch schon mal so, dass ich dir nicht sagen kann, der will von dir gar nichts mehr wissen. Im Gegenteil, weil da ja wohl auch noch Gefühle sind und die Hoffnung, dass alles gut wird, beschäftigt er sich hier schon sehr mit dem Thema, was kann ich tun, damit hier Normalität einkehrt, damit man eine normale Partnerschaft hat. Er hat wahrscheinlich auch selbst ein Thema mit sich herumzutragen. Das kann natürlich auch sein Kopf sein. Summ, 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 ne? Bienchen, summ herum. Aber das wollen wir jetzt natürlich auch bei ihm mal genauer anschauen. Da haben wir ja auch schon ausgelegt. Wir gucken mal. Aha, gut. Was ist gerade bei ihm los? Königin der Stäbe. Ja, das ist eine souveräne und verantwortungsbewusste Frau. Die weiß schon, was sie will. Na? Und genau das Thema umkreist ihn auch, wenn ich gerade frage, was ist denn so ein bisschen bei ihm los, dass er schon von dir das Gefühl hat, okay, das ist eine Frau, mit der möchte ich eigentlich schon eine feste Partnerschaft haben, eine lange Partnerschaft. Na? Weil wenn ich mit jemandem länger zusammen sein will, sind mir zum Beispiel Attribute, wie sie die Königin der Stäbe hat, schon wichtig. Na? Da schaut man, ist das eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht? Ist das eine Frau, die auch ihre Lebensfreude hat? Kann man die von der Partnerschaft begeistern? Ist die verantwortungsbewusst, wenn es um die Partnerschaft geht? Und ich glaube, dass du das alles mitbringst und das weiß er auch. Ja? Auf der anderen Seite hat es natürlich dann damit zu tun, dass er hier oben gerade damit beschäftigt ist, okay, warum ist denn das Kennenlernen nicht weitergegangen? Warum ist die Partnerschaft vielleicht nicht weitergegangen? Liegt ja wohl dann an ihm, weil ich mir vorstellen kann, du hast ja schon mal alles getan, damit das funktioniert. Hat er also irgendetwas mit sich herumzuschleppen, was er auch mal anschauen darf, was er wahrscheinlich auch gerade tut. Na? Er schaut jetzt also in die Abgründe seiner Emotionen, seiner Seele, seines Wesens, was ist mit mir los, dass ich diese Partnerschaft nicht führen kann oder dass ich nicht in diese Partnerschaft gegangen bin. Denn in seiner Energie geht es schon auch darum, ein Kapitel zu öffnen,
zu schauen, die nächste Seite aufzuschlagen bei euch beiden mit dem Baum. Ja, das ist Bindung, Wachstum und das ist auch die Karte des Lebens. Somit kann ich dir schon sagen, bei ihm geht es gerade absolut um dich. Bei ihm geht es gerade absolut darum, zu erkennen und zu verstehen, du bist eigentlich die Frau, mit der er sich eine lange Partnerschaft vorstellen kann. Ist er dazu bereit? Man weiß es nicht. Er ist gerade damit beschäftigt, sich quasi selber dahingehend auszurichten. Weil wenn ich dabei immer reinschaue, hier die Karte des Lebens, der Bindung, das geöffnete Buch, ein Kapitel darf sich öffnen, Königin der Stäbe, ja, eine souveräne Frau, wo er weiß, okay, die steht mit beiden Beinen im Leben, da hole ich mir keine Baustelle ins Haus, das ist einfach eine Frau, die macht ihr Ding, die kennt sich aus im Leben, ich weiß ihn nicht, er ist vielleicht gerade auf dem besten Weg dazu, sagen wir es mal so, weil, ja, wenn ich mir diese Energie da oben anschaue, diese quasi Hauptaussage, die sagt mir schon, dass für ihn gerade das Thema ist, er weiß, ihr zwei gehört zusammen, er weiß, er hat es euch wahrscheinlich auch schwer gemacht und er weiß, er muss diese Aufgabe jetzt hier auch annehmen. Ja, er muss die Aufgabe verstehen, annehmen, umsetzen, transformieren vielleicht auch von ich weiß nicht, ob ich in die Partnerschaft kann oder will, hin zu ich mache es jetzt, mach ihn. Wie mein Chef immer so schön sagt, mach ihn. Na? Also da haben wir ja schon mal ganz gute Energien. Die Hauptenergien gefallen mir sowieso sehr, sehr, sehr gut. Da geht es um Wunscherfüllung und Erkenntnisse. Also sehr, sehr gut. Aber wir wollen natürlich auch mal bei dir reinschauen. Was macht das ganze Thema gerade mit dir, wenn ihr energetisch verbunden seid? Ja, dann wirst du auch so ein bisschen was von ihm mitbekommen. Was ist, geht in ihm vor? Vielleicht bist du ja tatsächlich auch jetzt schon in Resonanz gegangen bei dem, was ich dir gesagt habe über dein Herzblatt. Und wenn ich bei dir reinschaue, ja, fleißig, fleißig. Das passt zur Königin der Stäbe. Eine Frau, die weiß, was sie will. Ja, und du bist auch eine Frau, die ist auf jeden Fall dazu bereit zu sagen, okay, ich bin bereit, an diesem Kennenlernen, an dieser Partnerschaft zu arbeiten. Die drei der Münzen, ausbauen, aufbauen, verbessern, Dinge anders machen. Also ich sehe, du bist jetzt da nicht so wie viele andere heutzutage, die sagen, ach, da passt es mir jetzt nicht so, dann bin ich mal weg, sondern du bist tatsächlich aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Du bist jemand, der sagt, Moment, ich habe ein Ziel. Mein Ziel ist es, mit diesen Menschen vielleicht eine Partnerschaft zu haben. Und ich bin auch bereit, mit diesen Menschen gemeinsam etwas aufzubauen, auszubauen, Dinge zu verbessern. Wenn es hier oben tatsächlich so ist, dass bei euch das drumherum nicht stimmt, dass da nicht gepasst hat, dass er vielleicht auch noch irgendwo anders Verstrickungen hat, ne, und das alles ein bisschen schwieriger ist, dann bist du auf jeden Fall ein Mensch und das bleibt auf jeden Fall so, der sagt, nö, ich will was, ich habe ein Ziel, da gehe ich lang und wenn ich ein paar Umwege gehen muss, dann ist das halt so. Aber das Ziel ist auf jeden Fall mal klar. Wir haben hier ja auch die Wege liegen. Bin schon der Meinung, dass wenn ich bei dir reinspüren darf, dass du bereit bist, diesen Weg zu gehen. Ja, dass du auch bereit bist, mal einen Umweg zu gehen, eine Hürde zu nehmen, weil hier die Wege, das sind Entscheidungen, das ist ein neuer Lebensweg, das ist ein anderer Weg. Gehe ich rechts, gehe ich links, aber am Ende geht es zum Ziel und dein Ziel ist klar, die Sonne, das große Glück im Deck und da bist du natürlich auch bereit dafür, Opfer zu bringen. Ne? Gibt ja immer, wer nichts macht, der macht nichts falsch. Ne? Der Weg ist das Ziel und jeder lange Weg beginnt auch immer mit dem ersten Schritt. Und wenn man sein Ziel vor Augen hat und wenn man sein Ziel nicht aus den Augen verliert wie du, dann ist das eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die du da hast. Die vielleicht am Ende des Tages auch hilfreich ist für das Gesamtbild, was ihr beide da habt, weil wir ja bei ihm sehen, er weiß schon, dass du so bist und das schätzt er auch sehr. Das ist auch der Grund, warum er sich hier oben so viele Gedanken macht. Wie kann das funktionieren? Wie kann ich ein guter Partner sein, ne, für diese gute Partnerin, die du bist? Ja, also ganz, ganz viel Erkenntnis, ganz, ganz viel Fülle, ganz, ganz viel Klarheit. Von daher gute Energien, wenn wir jetzt da mal reinschauen, was ist denn da gerade bei dem eigentlich los? Geht's denn noch? Na? So, passt. Guter Weg. Wir schauen aber hier unten jetzt natürlich auch nochmal rein. Hinweise, Impulse, Tendenzen für die nächste Zeit. Was gibt's da so Schönes zu sehen? Und ja, das passt. Das braucht's auch.
Herzschmerz auf jeden Fall, das kann ich schon bei ihm wahrnehmen. Er wird auch feststellen, dass das okay ist, dass er sich das quasi verdient hat. Und da habe ich ja gerade hier schon von der Transformation gesprochen. Also wenn ich mir diese drei Karten anschaue für die nächste Zeit, er wird schon dafür sorgen, dass sein Herzschmerz vorbeigeht. Ne? Sag, ein Zustand geht zu Ende, ein neuer Zustand darf beginnen. Und da der Fuchs ja jetzt eh davon wegschaut, weiß er, es ist der richtige Weg. Also auf dem Weg, den er gerade wählt, auf dem Weg, auf dem er gerade ist, geht es eigentlich in deine Richtung, wenn ich mir das so anschaue. Na? Weil, wie gesagt, der weiß schon ganz genau, was er an dir hat, weil du einfach ganz, ganz tolle Energien rund um dich herum hast, wenn es darum geht, eine Partnerin langfristig zu haben. Und hier oben natürlich auch diese Karte, die Liebenden, ja, die gehören ja zusammen. Das sind zwei Menschen, die irgendwie tatsächlich zusammengehören, aber es irgendwie nicht schaffen. Äußere Umstände, Fremdeinwirkung, Störfeuer, andere Personen, die ihn vielleicht beeinflussen oder ja, wo er sich dann natürlich auch beeinflussen lässt. Hier ist die Ziellosigkeit und da die Aufgabe, die er erkannt hat, zu sagen, ja, ich muss hier mal was ändern. Also wenn wir jetzt hier und heute mal bei ihm reinschauen, kann ich dir sagen, seine Gedanken, seine Energie dreht sich gerade zu 100% um dich. Und ich kann dir auch sagen, dass er schon kapiert hat, okay, ich kann auch mal Liebeskummer haben. Jetzt weiß ich auch, wie sich das anfühlt, nämlich überhaupt nicht schön. Da möchte ich gerne schnellstens eine Transformation haben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dann wieder auf dich zuzugehen, weil der Fuchs, der schaut ja weg. Fuchs immer, ja, Falschheit, Achtung, Vorsicht, aufpassen. Da läuft was falsch, der schaut hier weg, daher ist das alles gut so. Ich glaube, diesem Mann bedarf es mal nach Transformation und etwas Neuem. Von daher, schön zu sehen. Wir können ja morgen aufgrund dieses Readings dann auch mal reinschauen ins Kartendeck. Was ist denn sein nächster Schritt in deine Richtung? Welche Energien sind da in Bezug auf eine Rückkehr? Wie kann das ausschauen? Wie kann das was werden? Auf was kannst du dich auf jeden Fall mal einstellen? Aber hier würde ich dir jetzt auf jeden Fall raten, bleib auf jeden Fall so, wie du bist, weil du hast in ihm etwas ausgelöst, was ihn ja zum Umdenken gebracht hat. Also, bleib so, wie du bist und von daher freue ich mich, dass du da warst. Über einen Daumen rauf freue ich mich natürlich oder über einen lieben Kommentar von dir. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wie immer, ne? Bleib gesund, seid lieb zueinander und richtig, wir sehen uns ja dann beim nächsten Video. Ciao!